Ja, die Märkte möchten am liebsten alles haben. Sie möchten einen China-Deal haben und die Fed soll mindestens drei, wenn nicht sogar viermal in den nächsten 12 Monaten die Zinsen senken. Aber selbst der Weihnachtsmann hat seine Grenzen und kann nicht alles gleichzeitig liefern. Vielleicht sollte Trump einfach die Zölle erhöhen auf China, daraufhin ein bisschen Panik am Markt. Dann muss die Fed die Zinsen senken und dann macht er einen Deal, dann hätte er genau das erreicht, was er vielleicht erreichen will. Jedenfalls ist das ein bisschen viel auf einmal, was man sich hier vorstellt. Und jetzt blickt man gespannt auf das, was morgen oder heute in der Nacht dann passieren wird in dem Gespräch zwischen Trump und Xi Jinping. Die beiden saßen sich schon fast gegenüber. Hier sehen wir sie, wie dann vor allem auch Xi Jinping eine scharfe Rede gegen den Protektionismus gehalten hat. Natürlich Trump und die USA nicht erwähnt hat, aber es war klar, wen er damit meint. Das ist für einen Asiaten schon ein ziemlich hartes Ding, wenn man zwar den Namen des Gegners nicht nennt, aber ganz schön draufhaut. Das ist für jeden, der im asiatischen Kontext nur ein bisschen beleckt ist, eine ziemlich klare Ansage und wirft nach meinem Empfinden ein nicht so wirklich positives Licht auf die anstehenden Gespräche. Aber wir werden es sehen. Schauen wir uns mal das Tagesgeschehen heute an. Die Märkte sind in Abwarteposition, war fast zu erwarten. Der DAX stark, dazu gleich mehr. Dann schauen wir uns eben mal die Chronologie an, die heute der Fall war. Wir hatten zum Beispiel den Chicago Einkaufsmanager Index, der abgestürzt ist, jetzt auf 49,7. Das ist das erste Mal hier seit einigen Jahren, dass wir unter der 50er Marke sind. Und 50 ist ja die Schwelle zwischen Kontraktion und Expansion. Also die Daten trüben sich weiter ein, entspricht mit anderen oder entspricht anderen regionalen Indizes aus dem Bereich Manufacturing, aus dem Bereich produzierendes Gewerbe. Also das ist jetzt schon wirklich eine ganze Kette von schwachen Daten, Dallas Manufacturing Index etc. Die ISM-Indizes, die kommen noch und die dürften dann auch sehr, sehr schwach ausfallen. Und das liegt auch daran, dass der Handelskrieg eben die Stimmung vermiest hat. Das wollte ich nicht zeigen, sondern ich wollte eigentlich das hier zeigen. Das ist der sogenannte Morgan Stanley Business Conditions Index, Corporate Confidence. Also das Vertrauen der Unternehmen, die Zuversicht der Unternehmen. Und hier hat Morgan Stanley sehr gut gezeigt, dass das im freien Fall ist. Und wer kein Vertrauen in die Zukunft hat, der investiert auch weniger. Der stellt weniger Leute ein. Und so ist das eine Rückwirkung, eine Rückkoppelung mit eben zwischen Handelskrieg, Stimmung und dann real schlechterer Wirtschaft. All das ist vorwiegend auf dem Mist von Donald Trump gewachsen, kann man ja drehen und wenden, wie man will. Jedenfalls ist das eine Folge des Handelskriegs und deswegen ist das ebenso wichtig für die Märkte wahrscheinlich, auch für die Weltwirtschaft vielleicht sogar noch mehr, denn die Märkte entkoppeln sich ja so ein Stück weit von der wirtschaftlichen Realität, dass da wirklich ein Deal gemacht werden kann. Schauen wir uns mal die Situation an, die wirklich auffällig ist. Das hatte ich vorhin hier schon gezeigt und dann gleich wieder weggeditscht. Wir haben hier auffallenderweise, obwohl der S&P praktisch auf Allzeithoch handelt, deutlich mehr Abstufungen von Analysten für Unternehmen respektive für Aktien als Aufstufungen. Das hatten wir auch schon lange nicht mehr. Wir haben die Situation, dass wir eine Art Entglobalisierung haben, schon seit einigen Jahren, die jetzt aber praktisch neue Fahrt gewinnt. Wenn wir hier praktisch unter diese Unterstützung fallen, um mal ein bisschen charttechnische Metaphysik hier anzubringen, dann könnten wir durchaus hier ähnlichen Fall erleben, wie wir es in der Finanzkrise erlebt haben, wenn der Handelskrieg möglicherweise weiter eskaliert. Wir haben dann noch die Situation, dass wir eigentlich aus den Aktienmärkten permanente Abflüsse haben. Hier sehen wir das Equity Funds 12 Monate negativ, aber der Chart vom S&P geht nach wie vor nach oben. Wie ist das zustande gekommen? Nun, es liegt daran, dass praktisch alle anderen Aktien verkaufen, zumindest US-Aktien. Und die einzigen, die wirklich stark kaufen, das sind die Unternehmen selbst. Das sind also die Aktienrückkäufe, die Buybacks, 2,45 Billionen. Das ist also praktisch ein Aktienmarkt, der sich selbst immer wieder füttert. Und dadurch entsteht eben auch diese massive Diskrepanz zwischen Realität, immer schlechter werdenden Daten und immer stärker steigenden Kursen. Irgendwann wird die Diskrepanz zu groß, das ist eine Frage der Zeit, und dann kracht das eine, ja, dann krachen die Kurse runter oder die Realwirtschaft erholt sich so stark, dass dann im Nachhinein gewissermaßen der Kursanstieg gerechtfertigt wäre, was aber nicht so fürchterlich wahrscheinlich ist. Schauen wir uns die Dinge in den Charts an. Wir sehen hier den S&P 500. Es geht mehr oder weniger seitwärts. Man lehnt sich nicht zu weit aus dem Fenster. Man rechnet relativ klar mit einer Art Burgfrieden.
Man sagte, es dürfte so sein, dass die USA erstmal sagen, wir werden erstmal nicht die Zölle erhöhen, vielleicht 6 Monate wieder verhandeln. Wobei 6 Monate schon ein bisschen lang erscheinen. Vielleicht wird Trump sagen, 3 Monate. Wie auch immer, jedenfalls ist alles offen, aber die Märkte sind sich sehr sicher, weil man wieder diese ökonomische Logik anlegt. Beide brauchen doch den Deal, aber hier geht es, meine Damen und Herren, nicht nur um ökonomische Logik, nicht nur um Handel, nicht nur um Interessen, es geht um übergeordnete Ideologie, es geht um übergeordnete Machtinteressen, es geht darum zu zeigen, wer die Nummer 1 ist und wer gefälligst die Nummer 2 bleiben soll. Und da mischen sich gelegentlich jenseits der rationalen Interessen eben auch Irrationalitäten in die Kalkulationen mit ein. Deswegen vielleicht im Mindesten noch ein Fragezeichen hinter der ganzen Geschichte. Wir sind den Dow Jones bei 26.576, mehr oder weniger unverändert. Wir haben den Nasdaq, den wir hier sehen, ähnliches Bild. Interessant vielleicht heute die Meldung, dass Apple seinen Mac Pro fertigen lassen will, wo? In China. Man fertigte den Mac Pro noch in Kalifornien, möchte das aber jetzt in China tun. Das wird Donald Trump natürlich bejubeln. Apple hat das heute ein bisschen runtergespielt. Ja, die Fertigung ist ja nur ein ganz kleiner Teil der ganzen Geschichte, aber es ist natürlich ein symbolischer Akt, der von großer Relevanz ist. Der DAX ist heute stark auf der Brust, aber Vorsicht, meine Erfahrung ist, dass wenn der DAX mal anfängt zu laufen in die eine Richtung, nachdem er vorher Wochen oder Monate lang relativ geschlafen hat im Vergleich zu den US-Indizes, dann ist das nicht immer ein so positives Zeichen. Das ist sozusagen ein typisches Muster der zu spät Komma. Wir haben den Euro-Dollar wieder leicht erholt bei 1,1375. Wir sind in dieser Spanne 1,1350 bis 1,14. Wir haben den Goldpreis, der wieder ein bisschen zurückkommt, 1,410. Und wir haben das amerikanische Crude Oil mehr oder weniger unverändert bei $59,34. Also, jetzt wird man sehen müssen, was passiert. Möglich auch, dass das Ganze so Non-Event wird, dass man sich nett unterhält, schöne Bilder schießt und dann sagt, ja, wir gucken mal, wie es weitergeht. Wissen wir noch nicht. Auch das ist möglich. Es ist möglich, dass die Geschichte eskaliert, auch wenn die Märkte damit überhaupt nicht rechnen, weil China sagt, wir beharren auf unseren Bedingungen. Aufhebung des Huawei-Bans, Aufhebung der bisherigen Zölle. Dann würde Trump sagen, nö, das machen wir nicht, das wir sind wir und wer seid ihr? Wir sind die Nummer 1, ihr seid die Nummer 2, dementsprechend werden wir das nicht tun. Alles ist möglich und auch das Gegenteil davon. Jetzt wünsche ich ein schönes Wochenende und bin gespannt, wie am Montag die Märkte eröffnen. Bis dann, Servus und Ciao.